In unserer schnelllebigen, globalisierten und kapitalisierten Welt war eines über die letzten Jahre nur zu gut bemerkbar. Neue Marken, junge Startup-Unternehmen und verrückte Produkte sprießen zuhauf aus dem Boden. Wie ihr aber natürlich spätestens durch das ein oder andere meiner Produkttest-Videos wisst, ist da auch ganz schön viel Schund dabei. Oh mein Gott, das ist ein bisschen nass geworden. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Doch eklig, das zu putzen. Wir werfen heute mal wieder einen Blick auf die Kurzvideoplattform TikTok, auf der es wie nirgends sonst möglich ist, von 0 auf 100 an der Aufmerksamkeit zu gewinnen. Unter anderem schauen wir uns heute das kleinste Handy der Welt an und fragen uns wie immer bei allem, wirklich nützlich oder einfach Schwachsinn. Let's go! Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne den Kanal. Lasst auch ein Like und ein paar Kommentare für den Algorithmus da. Das würde mich sehr supporten. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Influencer-Produkte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TikTok-Produkte testen. Ich freue mich sehr. Und bevor ihr jetzt wieder in die Kommentare schreibt, das sind doch alles Dropshipping-Produkte. Warum fällst du darauf rein? Leute, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass die ein oder anderen Produkte echt nicht schlecht sind. Und deswegen machen wir weiter. Hört auf, mein Format so schlecht zu reden. Wir fangen heute auf jeden Fall mit einem recht simplen Produkt an. Billig verarbeitet und schwach. Das Produkt ging bei mir leider wieder zurück. Einen einzelnen Schlüssel hätte es eventuell noch gehalten, aber unsere Schlüssel mit ca. 5 Schlüsseln kann es nicht halten. Für uns viel zu umständlich und unpraktisch. Schade. Einfach toll. Tolle Optik, hält gut an der Wand, alles wie es sein soll. Absolut zu empfehlen. So kommt unser Produkt an. Ja, das war's auch schon. Dieser Keyholder hier war gerade so interessant für mich, weil meine Schlüssel wirklich immer überall rumfliegen. Ich demonstriere euch das mal. Ich hab's davor wirklich nicht abgecheckt. Und siehe da, wo sind meine Schlüssel? Natürlich hier auf dem Boden. Deswegen würde doch hier perfekt ein Keyholder hinpassen, oder? Der Kleber wird hier ganz einfach abgemacht. Und dann, wir machen den ultimativen Test. Mein Schlüssel ist relativ schwer, da sind mehrere dran. Mal gucken. Nice. Gut aus. Es hält. Also for real, es sieht cool aus. Cooles Design. Ja, okay, es ist eine Wolke. Schlüssel passt perfekt dran. Guck mal, wir haben hier 5 Schlüssel, noch so ein Garagenteil. Also da passt auf jeden Fall gut was drauf. Absolut zufrieden. Da wir 2 geliefert bekommen haben, machen wir jetzt mal den Wandtest. Gucken, ob da irgendwas kaputt geht. Oh, das ist echt fest dran. Ich hab's kaputt gemacht. Perfekt. Das habe ich mir auf jeden Fall schon gedacht, das ist so ein Kleber wie bei Nanolease, falls ihr die kennt. Wenn man die einfach an so eine normale Wand dranhängt, dann ist klar, dass die Tapete mit abgerissen wird. Und deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen. 2 Stück, 10 Euro, geht absolut klar. Für mich gibt das doch safe 5 von 5 Sterne. Wir machen jetzt weiter. Das hier ist ein multifunktionaler Radiowecker. Ihr könnt das Licht an- und ausmachen, Musik oder Radio abspielen, euer Handy und AirPods per Fast Charge aufladen und 2 Wecker einstellen. Tolles Multifunktionsgerät. Das Gerät überzeugt mit allen gezeigten Funktionen und vereinfacht mir das Aufstehen. Muss ihn leider zurückgeben, da er an meinem Handy nicht lädt. Zeitdauer und Error, obwohl kein Handy drauf liegt. Wecker geht an, obwohl er ausgeschaltet war. Okay, der Guy vom TikTok gerade hat ja ziemlich viel versprochen von diesem Easy Velo Speaker. 7-in-1 stand auf Amazon. Der kann gefühlt alles. 70 Euro kostet das schöne Ding, ist schon ein Wucher. Wenn er geile Musik abspielen kann, wenn er ein nicer Wecker ist, wenn er Radio abspielen kann, dann ist das absolut okay, finde ich. Da sind immer 1000 Sachen drin, die kein Schwein jucken. Jeder will einfach nur dieses scheiß Produkt haben. Ist recht simpel aufgebaut. Wir schließen jetzt das Ding einfach an. So sieht es aus. Im Hellen nicht so besonders. Auch nicht auffällig, das ist gut. Und jetzt? Okay, ich sollte doch die Bedienungsanleitung mal angucken. Nach 3 Minuten habe ich das Ding, glaube ich, ungefähr gerafft. Wir sehen hier die Uhrzeit. Wenn man hier einmal drückt, ist sie weg. Dann kann man das noch ein bisschen dunkler anzeigen lassen. Heller und noch heller. Und wenn man gedrückt hält, bam, ein Heiligenschein von unten. Dann haben wir hier links Weckerfunktion. Die jucken uns aber jetzt gerade nicht. Wenn man hier einmal drauf drückt, dann sucht er nach Bluetooth. Das probieren wir gleich. Wenn man nochmal drückt, hört zu. Wave after wave. Okay, Quali ist räudig. Wir können natürlich einstellen, welchen Sender wir haben möchten. Dafür müssen wir aber ein bisschen rumprobieren. Deswegen müssen wir jetzt natürlich Bluetooth probieren. Hallo. Funktioniert nicht. Hab's. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es durch die Kamera raushört. Lautsprecher ist jetzt nicht so geil. Weder bei Radio noch bei Bluetooth leider. Es tut mir leid. Hä? Ich dachte, die Quali ist ein bisschen geiler, Alter. Das sind so JBL-Boxen für 30 Euro genauso gut, ey. Wir probieren ein weiteres Feature, nämlich Wireless Charging. Ja, funktioniert. Das ist sehr, sehr geil. 2 USB-Anschlüsse heißt, wir können hier theoretisch unsere AirPods laden. Hier können wir sogar theoretisch unser MacBook laden. Ist schon geil, dieses Feature, muss ich wirklich sagen. Mit diesen Lautsprechern würde ich echt nicht gerne Radio oder Musik hören und erst recht nicht geweckt werden. Also ich lege da schon sehr viel Wert darauf. Deswegen. 70 Euro, Digga. Ich gebe dem Ganzen 3 von 5 Sternen. Ich habe wirklich mehr erwartet. Trinkt ihr auch viel zu wenig Wasser? Dann ist diese stylische Trinkflasche etwas für euch. Man kann bis zu 1 Liter Wasser auffüllen und auf der Flasche sind Zeitmarkierungen.
Sicherung, die euch zeigen, wie viel ihr austrinken müsst. Um 13 Uhr sollte die Flasche leer sein und ihr könnt diese dann wieder auffüllen. Ich bin komplett begeistert von dieser Flasche. Benutze sie täglich für die Arbeit. Bin mir gerade nicht sicher, ob es für die Spielmaschine geeignet ist. Jedoch habe ich es gemacht und die Flasche sieht immer noch super aus. Wir machen weiter mit unserer schönen Trinkflasche von, ich habe die Marke vergessen, ist scheißegal. 22 Euro kostet der ganze Spaß auf Amazon. Ja, im ersten Blick natürlich sehr viel für so eine Trinkflasche. Ich habe die Flasche natürlich schon vorher getestet. Es wäre dumm, wenn ich die jetzt teste, weil man muss die über einen Tag testen und so. Im Gegensatz zu normalen Trinkflaschen ist es eigentlich nichts anderes, außer dass hier feste Uhrzeiten stehen. Die Qualität ist gut. Der Verschluss ist auch sehr stabil. Da kann man auch easy Kohlensäure-Getränke reinmachen, ohne dass es ausläuft. Also wirklich, die Flasche ist sehr stabil, hat eine gute Qualität, ist an sich nicht anders als andere Trinkflaschen. Ne? Das ist halt alles eben nur Kopfsache. Ich fand das sehr interessant, denn mein Kopf denkt sich automatisch bei dieser Flasche, wenn ich die halt am Tag benutze, okay, geil, ich habe eine Flasche jetzt leer getrunken, ich habe 1 Liter, jetzt noch eine volle Ladung, dann haben wir 2 Liter und dann haben wir genug für den Tag. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt halt einfach Menschen, die vom Kopf her faul sind, wie ich, die halt solche Flaschen ganz cool finden eigentlich, damit sie nicht so viel nachdenken müssen. Ich hoffe irgendwie, manche können relaten. Man hat auch automatisch vielleicht ein bisschen mehr Motivation zu trinken. Oder wenn man jetzt zum Beispiel nur 1,5 Flaschen getrunken hat und man bemerkt so am Abend, hey, die Flasche ist noch nicht leer. Wir müssen sie fertig bekommen, sonst habe ich meinen Wasserbedarf nicht abgedeckt. Solche Sachen halt eben. Auch 3 von 5 Sternen, weil sie auch wesentlich günstiger sein könnte. 22 Euro ist schon mies viel. Auch wenn die Qualität eigentlich stimmt. Alter, das Wasser schmeckt so gut aus dieser Trinkflasche. Spaß. Aber wisst ihr, was gut schmeckt? Wow, Suchti. John Bro, danke, dass du meinen Kühlschrank wieder voll gemacht hast. I bought the world's smallest phone. Look at it. That is a working mobile phone. Here it is next to my finger. Funktioniert einwandfrei. Mein winzig kleines Telefonchen. Mit Bluetooth verbunden, geht auch top. Knöpfe zerdrückt. Billige Verarbeitung und defekt bei Lieferung. Okay, wir haben jetzt in unserer Hand, jedenfalls die Verpackung, das kleinste Handy der Welt. Zanko Tiny T1. So tiny wie mein Dick. 51 Euro. Geht auf jeden Fall fit für ein Handy, aber ich denke, es hat nicht so viele Möglichkeiten. 3-Day-Standby-Time. 3-Hours-Talk-Time. Micro-SIM. Made in China. Da ist das schöne Teil. Wow. Okay, USB-Kabel. Hier einfach ein Anhänger dafür. Und mehr ist er nicht. Zum Vergleich. Schauen Sie sich das an, mein Zeigefinger. Wow, wie klein. Dann laden wir mal den Aal auf. Okay, solange das Handy hier auflädt, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Bei der kommenden Hitzewelle ist es super wichtig, genug zu trinken und dieses Produkt hier kann das Ganze ein wenig einfacher machen. Die Juicebox kommt in allen möglichen Sorten, also ist für jeden was dabei. Und das ständige Flaschenschleppen, welches bei diesen Temperaturen eh unerträglich ist, ist Geschichte. Aus einer Juicebox bekommt man nämlich 20 Liter Softdrink, aus der zuckerfreien Light-Variante sogar 50 Liter. Eine Freundin hat mir Juicebox empfohlen und dann habe ich es mir bestellt und nicht bereut. Es ist sehr lecker, man braucht nicht viel von dem Sirup und schon schmeckt er perfekt. So, und das sah eigentlich ganz easy aus. Ah. Ah. Geil. Und jetzt nicht mal 1 Sekunde drücken. Ja, perfekt, riecht überhaupt irgendwas geschissen, Alter? Und jetzt muss man abmachen. Ah, nein! Scheiße, ey. Muss man auf jeden Fall aufpassen, ey. Aber egal, wir haben unser Getränk. Ich kann es euch leider gerade nicht sagen, ob ich einfach zu dumm dafür bin oder ob die Macher von Juicebox ein bisschen zu simpel gedacht haben. Das ist jetzt nicht so geil, weil die Verpackung ist ja auch aus Karton. Pfirsich-Eistee. 1,5 Kalorien pro Glas, also perfekt für Sportler. Da sind ganz normale Süßungsmittel drin, die man von Light-Getränken kennt. Also nichts Besonderes. Wir machen mal den Taste. Taste bestanden. Boah, ist sogar etwas zu süß. Ich habe, glaube ich, 2 Sekunden irgendwie gehalten. Ich würde auf jeden Fall sagen, es geht fit. Schmeckt absolut wie Eistee. Ist eine coole Alternative, vor allem, wenn man Sport macht. Ich brauche nach meinen Gym-Sessions immer irgendwas Süßes. Trinkt dann Cola Zero, was natürlich nicht so gut ist. Aber man kann dann auch genauso gut die Juicebox trinken, falls sie nicht auslaufen würde. Ey, an sich, so stelle ich mir so ein typisches Startup-Produkt vor von so jungen Leuten, die irgendwas Innovatives machen wollen. 22 Euro ist okay, würde ich sagen. Dafür, dass man alles mit Leitungswasser trinken kann. Man spart Plastik, sieht cool aus und schmeckt nicht schlecht. Was soll ich sagen? Falls das Ding hier nur bei mir wegen meiner Dummheit so komisch ist, dann gibt es 4 von 5 Sterne. Aber ansonsten würde ich dem Produkt legit 5 von 5 Sterne geben. Okay, Leute. Das Handy hat soweit geladen, glaube ich. Doch, geht an. Perfekt. Und man kann anscheinend nur SMS schreiben und telefonieren. Aber was braucht man auch mehr heutzutage, ne? So, ansonsten haben wir hier rechts SIM-Karteneinstecker und, ich habe es gar nicht gesehen, eine Hülle haben wir noch dazu bekommen. Das ist fucking crazy, ey. Ich würde sagen, wir machen den Test und stecken da mal unsere SIM-Karte rein. Okay, ich versuche jetzt mal einen Kollegen anzurufen. Junge, sind die Tasten klein, ey. Nein, deswegen habe ich schon keinen Bock mehr auf dieses Handy. Okay, da steht Fehler. Perfekt. Das hören wir doch gerne. Fehler. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft, Leute. Ich musste das Handy neu starten, damit es erkennt.
Okay, wir tryen. Anrufen. Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich gut? Aber man versteht mich, oder? Ich rufe dich gerade vom kleinsten Handy der Welt an. Okay, ich leg jetzt wieder auf. Tschüss. Also, wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, aber er hat gesagt, dass man mich versteht, aber nicht gut. Ja, aber es reicht doch. Wenn man jemanden versteht, dann ist das doch schon praktisch. Ne, was soll ich sagen? 50 Euro, es erfüllt zwar seinen Zweck, man kann sogar SMS damit schreiben, aber diesen Pain tue ich mir nicht an. Ist halt schon stylisch, ne? Wenn ihr so im Club seid und dann spricht ja irgendeine schöne Frau an und sagt ihr so, hey, kannst du deine Telefonnummer bei mir eintippen? Ich habe nämlich das kleinste Handy der Welt. Das würde auf jeden Fall schon gut funktionieren. Aber ansonsten, ey, gibt es, glaube ich, auch bessere Alternativen und größere Alternativen für 50 Euro. Deswegen gebe ich dem Produkt, es tut mir leid, 1,5 von 5 Sternen. Sorry. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da für den Algorithmus, wenn ihr mich supporten wollt. Ist alles kostenlos. Wir sind kurz vor den 400... Nee, wir sind nicht mal kurz vor den 400.000. Wir wollen dieses Jahr noch die 400.000 knacken, deswegen abonniert super gerne, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Haut rein, Leute, und ciao.